Hallo, aufgrund von vielen Anfragen stelle ich heute ein paar Revlon-Produkte vor, die ich sehr ausgiebig getestet habe. Das erste Produkt ist das Produkt, nach dem am meisten gefragt wurde. Das ist das Revlon Color Stay Make-up. Das gibt es für Combination Oily Skin. Das habe ich jetzt, also für Mischhaut bis ölige Haut. Und es gibt es für normale bis trockene Haut. Das heißt dann eben Normal to Dry Skin. Das für Misch- bzw. ölige Haut gibt es in 7 Farben. Das Make-up für trockene bis normale Haut gibt es in 6 Farben. Ganz grundsätzlich jetzt zu den Produkten. Ich habe mir jetzt eine Quelle genommen für die Preise. Die Quelle ist kosmetikkaufhaus.de, alles zusammengeschrieben und klein. Und dort habe ich alle Produkte billiger gefunden, als ich sie gekauft habe. Ich habe sie bei Müller Drogerie bekommen und ich habe mich dort kundig gemacht nach dem Versand. Der ist ab 25 Euro versandkostenfrei. Also nur falls ihr die Produkte sucht oder sie billiger haben wollt, dann schaut dort mal vorbei. Aber dort gibt es, ich glaube, fast alle Revlon-Produkte zu erstehen. Pro und Contra von diesem Make-up. Das Make-up hat meiner Meinung nach mittlere bis hohe Deckkraft. Es hält den ganzen Tag und man sollte es nicht machen, aber ich glaube, es würde sogar, wenn man es Nachmittag bis Abend aufträgt, die ganze Nacht durchhalten und am nächsten Morgen immer noch da sein. Es heißt nicht, dass es irgendwie ein 24-Stunden-Make-up ist oder ein langanhaltendes, ist es aber definitiv. Und dann ist auch klar, dass wenn es lange hält, muss es irgendwie muss es dazu kommen. Und es kommt dazu, dass wenn man es aufträgt, es super schnell trocknet. Und das ist dann ein Kontra, weil es dadurch ziemlich schwer aufzutragen ist. Also ich trage es entweder mit dem Elf Puderpinsel, dem kleinen, auf oder, nee, Rougepinsel, oder mit dem, jetzt bringe ich alles durcheinander, mit dem Essence Rougepinsel oder dem Elf Studio Puderpinsel, diesem flachen. Und damit geht es gut aufzutragen. Ihr habt am Ende ein sehr ebenmäßiges Hautbild, aber ihr braucht länger. Also das ist nicht ein Make-up für Tage, wenn es schnell gehen muss. Das müsst ihr ordentlich einarbeiten und dabei auch schnell sein, damit es nicht trocknet und ihr irgendwelche Flecken auf der Haut habt. Ein weiterer Minuspunkt ist, dass es weder Pumpspender hat, noch dass man es rausdrücken kann aus einer Tube. Es ist eine Glasflasche, also zum Reisen nicht so geeignet und man muss es eben auf die Handfläche geben. Und dann kommt am Anfang, ist bei mir ziemlich oft immer wieder zu viel rausgekommen, man muss es wieder reinstücken und so weiter. Das ist jetzt nicht gerade sehr hygienisch und ihr könnt auch sehen, das ist nicht so eine saubere Angelegenheit mit dem Make-up. Aber alles in allem, vor allem wenn man abends weggehen möchte und im Winter, wenn man eher eine höhere Deckkraft haben will, finde ich dieses Make-up genial. Und der Unterschied zwischen Combination Oily und Normal to Dry ist, dass wenn ihr das hier habt, was ich jetzt habe, also für Mischhaut bis ölige Haut, dann bekommt ihr ein mattes Finish und das absorbiert das Öl, was austritt aus der Haut. Und wenn ihr das Make-up für normale bis trockene Haut habt, dann gibt es euch sehr viel Feuchtigkeit, gibt euch eher ein glowiges Finish und das ist eher für den Sommer geeignet, meiner Meinung nach. Also würde ich es benutzen, aber mir ist es zu viel Deckkraft. Und im Sommer brauche ich was schnell geht und sehr leicht ist. Das ist das Revlon Color Stay Make-up. Dann habe ich euch in einem Video gezeigt, dass ich jetzt auch das neue Revlon Make-up habe. Das ist das Revlon Photo Ready. Das gibt es in 5 Farben und das kostet 19,95 Euro. Ich weiß aber, dass ich es, glaube ich, für 21 bis 24 Euro erstanden habe. Also das ist bei Kosmetikkaufhaus auf jeden Fall billiger oder günstiger. Ja, ich habe es in der Farbe 008 Golden Beige und es ist jetzt im Sommer. Ich weiß nicht, ob man die
Unterschiede sehen kann. Ja. Sehr viel dunkler und das ist die perfekte Farbe für mich jetzt im Sommer. Ich würde sagen, bei MAC ist es ein NC37 bis NC40 und das Sand Beige ist eher ein NC35, ein bisschen weiter drunter. Das Make-up hat Gott sei Dank einen Pumpspender. Damit ist es sehr hygienisch. Man kann es auch sehr gut sich einteilen, wie viel Make-up man auftragen möchte. Es ist flüssiger als das Colorstay Make-up und damit hat man länger Zeit, das aufzutragen. Es hält dadurch auch nicht so lang, aber wenn ich nach der Arbeit nach 8-9 Stunden nach Hause komme, ist es immer noch da. Also ist es für mich trotzdem ein langanhaltendes Make-up. Ich habe es jetzt auch aufgetragen, aber das Licht kommt hier direkt rein ins Zimmer. Deshalb denke ich mal nicht, dass man was erkennen kann. Aber es gibt dem Hautbild, also es macht es sehr eben. Man sieht es in der Verpackung nicht, aber es hat so lichtreflektierende Pigmente im Make-up und ja, das lässt das Gesicht strahlen, es gibt dem einen Glow, es ist nicht so ein mattes Finish, es ist sehr leicht. Ich mag es eigentlich sehr gerne, es geht auch sehr schnell und einfach aufzutragen. Ich trage das mit dem Essence Puderpinsel auf und damit geht es sehr gut und bin jetzt im Moment eigentlich sehr zufrieden damit. Also wenn es warm ist, dann trage ich gar kein Make-up, dann trage ich eigentlich nur eine getönte Tagespflege, aber jetzt, wo es wieder kälter wird, trage ich das eben sehr gerne und ihr seht sehr gesund damit aus. Dann das einzige Produkt, was ich euch noch vorstellen kann von Revlon, ist der Colorstay Liquid Eyeliner. Ich zeige euch jetzt aber absichtlich einen anderen, einfach deshalb, weil er dem sehr ähnlich ist. Das hier ist der Manhattan Dip Eyeliner. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, also wie die Farbe heißt, aber es ist schwarz einfach. Und der von Revlon sieht dem von der Verpackung sehr ähnlich, auch von dem Applikator. Das ist so eine kleine Filzspitze und auch vom Formular sind die Eyeliner sehr gleich. Der von Revlon kostet 11,95 Euro und ist in zwei Farben erhältlich. Der hier von Manhattan kostet, glaube ich, um die 5 Euro und beide sind wasserfest. Also der von Revlon sagt, wie das Colorstay nicht, dass es wasserfest ist, ist er aber definitiv. Der von Manhattan schreibt sich selber als waterproof und das sind sie auch beide. Ich habe ihn austesten können von Revlon, habe ihn aber nicht zu Hause, aber habe vom Aussehen gleich gemerkt, dass er dem hier sehr ähnlich sieht. Habe sie verglichen bei einer Freundin und gemerkt, okay, die sind sich eigentlich sehr ähnlich. Was ich bei dem jetzt festgestellt habe, ist, dass er sehr klumpig geworden ist. Also ich benutze ihn jetzt nicht mehr. Ich habe ihn einfach nur zu Vorführungszwecken jetzt noch behalten. Also ihr könnt sehen, es ist hier so ein bisschen klumpig. Ja, aber ich habe ihn auch schon ziemlich lange. Aber er ist nur 9 Monate haltbar. Und ich habe ihn bestimmt schon über 9 Monate. Also ist das völlig in Ordnung. Ist also sozusagen für euch ein Dupe, falls ihr euch den Revlon Colorstay Liquid Eyeliner nicht kaufen möchtet oder nicht ankommt. Ja, das war meine Produktvorstellung zum Thema Revlon. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie wie immer hier in die Kommentarbox. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, wenn ich zu einer Firma mehrere Produkte habe und sie getestet habe, werde ich das in Zukunft auch so beibehalten, da es meiner Meinung nach einen guten Überblick gibt und hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr noch weitere Wünsche habt, bin ich natürlich auch sehr offen, schreibt das auch alles in die Kommentarbox und dann bis zum nächsten Mal.